So, hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lance TV. Und ja, unser SK Sturm hat soeben 0:1 gegen den Wolfsberger AC leider Gottes tatsächlich verloren. Für mich immer noch ist ganz, ganz schwer zu begreifen. Richtig, richtig schwaches Spiel unserer Blackies. Also Mattersburg 2.0 kann man durchaus da zum Vergleich hernehmen. Insgesamt, ja, die Leistung schwach, das Ergebnis noch schwächer. Zweites Spiel im Frühjahr, wieder kein Tor, wieder keine Punkte. Und Wolfsberg nach 15 sieglosen Runden feiert endlich mal wieder einen Sieg, aber leider Gottes gegen uns. Also das wirklich sehr, 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 sehr bescheiden. Ich bin auch sehr enttäuscht, ich bin auch richtig sauer über das Gebotene. Ich muss sagen, die Leistung war durchgehend von allen Spielern sehr, sehr schwach, ausgenommen Siebenhandel und Essé, für mich der einzige Feldspieler, der zumindest den Willen bewiesen hat, etwas noch rumreißen zu wollen oder eben das Ruder noch rumreißen zu wollen, aber es leider auch nicht geschafft hat im Endeffekt. Ja, der erste Durchgang ist schon angefangen damit, die Wolfsberger, für mich das giftigere Team, unsere Blackies, sehr, sehr ideenlos und da ging einfach nicht viel zusammen. Es gab auch keine vernünftige Torschance, ausgenommen Stefan Hierländer in der 40. Minute nach Pass von Husbeck, der eben den Schlussmann der Wolfsberger prüft. Ansonsten gab es nichts von Sturm. Also absolut nichts. Ideenlos, Wolfsberg, wenn, dann ein bisschen giftiger, auch vom gegnerischen Tor. 0-0 dann eben der Pausenstand. Zur zweiten Hälfte dann unsere Blackies gleich mal mit dem Schock. Die Nummer 34 beim WAC mit der Führung. Aschi, keine Ahnung, der Name ist mir gerade jetzt nicht eingefallen, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ein sehr quirliger Spieler, zieht eben aufs Tor von Siebenhandel. Und ja, viel zu viel Platz, viel zu viel Raum, die Abwehr steht zu hoch und dann steht es eben 0:1 in der 50. Minute. Ja, Heiko Vogel, wenn man was Positives auch an seiner Leistung ziehen möchte, dann eben, dass er gleich reagiert hat. Er hat eben den etwas überraschend spielenden Jakob Janscher, also der in die Startelf ja etwas überraschend gerückt ist für mich und für viele Sturmfans sicher, raus aus der Partie genommen. Man hat von ihm auch nichts gesehen, muss man ehrlich zugeben. Und dafür kam dann eben Essé. Und Essé hat wirklich so etwas wie Schwung gebracht. Also wenn es irgendwas halbwegs Konstruktives oder eben etwas halbwegs Aktives ist, in puncto Torabschluss oder eben Offensivaktion bei unseren Blackies gab, dann war es eigentlich von Essé, der eben Daniel Lahr ein bis zweimal bedient hat, der aber daraus nichts machen konnte. Und ja, ansonsten hat Essé wirklich sich eigentlich ein Bein fast ausgerissen, muss man sagen, um irgendwie etwas Konstruktives zu produzieren. Aber er war auch der Einzige leider. Also vom Rest der Mannschaft bin ich wirklich extremst enttäuscht. Das Spiel, wie gesagt, auch im zweiten Durchgang nicht besser gewesen. Koch mit einem Schuss, der knapp vorbeigeht, Alar mit einem Fallrückzieher übers Tor. Das war es dann auch im Grunde schon wieder. Also einfach nur schwach. Das war nicht der SK Sturm aus der Herbstsaison. Das war sowieso eine ja, extrem ernüchternde Leistung. Ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr viel Negatives, was da auf einmal kommt, aber das muss halt jetzt auch raus. Ich sage ganz ehrlich, Sturm hat in diesem Spiel nicht gerade Werbung für sich selber gemacht. Das muss man ehrlich sagen. Vielleicht noch ganz kurz auch an der Stelle, weil wir eben beim Thema Sturm sind, interessanterweise. Auch eben bei den Zuschauerzahlen, weil es mir einfach aufgefallen ist. Man hat ja vor dem Spiel auch kolportiert, also bei der Pressekonferenz, dass 8.000 Karten verkauft waren. Zuschauer waren dann offiziell 7.000 irgendwas, 7.100 glaube ich. Also auch das mal nur am Rande erwähnt. Also da ja, war es einfach eben von der Kulisse her und auch von der Leistung mehr als enttäuschend. Der nächste Gegner ist jetzt Rapid, da muss man sich gehörig zusammenreißen, denn im Moment bringt Sturm mit dieser Form keinen Fuß auf den Boden. Und wenn man so weitermacht, dann wird man den zweiten Platz auch in Kürze verspielt haben. Und ja, ich will da nicht das Worst-Case-Szenario machen, aber das, was ich heute gesehen habe, war sehr, sehr erschreckend. Und ich erwarte mir da einfach wirklich eine 180-prozentige Steigerung in den nächsten Partien. Gut, und in diesem Sinne war es das dann auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch nichtsdestotrotz immer noch, auch wenn es schwerfällt, einen schönen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Bis dahin, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.